Hallo, Freunde der Wissenschaft, hier ist wieder Christoph vom Entdeckerlab und heute mache ich Experimente mit Gelperlen oder Aquabeads. Ja, heute geht es um Gelperlen oder Aquabeads, Wasserperlen. Die haben verschiedene Namen, könnt ihr im Dekobedarf kaufen. Das ist, man dekoriert zum Beispiel Blumen damit. Ja, was ist das? Das sind so ganz kleine Kügelchen, gefüllt mit einem sehr wasserabsorbierenden Material. Die sind jetzt so 1 bis 2 Millimeter groß und die muss man in Wasser einweichen. So über Nacht reicht das. Und dann quellen die auf und werden so groß wie kleine Murmeln, so 1-2 Zentimeter diese hier. Die sind an sich schon sehr faszinierend. Die fühlen sich glitschig, glibberig, kalt an und tanzen hier wie kleine Flummibälle durch die Gegend. Das ist ein tolles Material auch für sensorische Spiele. Ich habe diese Gelperlen nun genommen und sie eingeweicht in fluoreszierendem Wasser. Wie habe ich das gemacht? Man nimmt einfach ein Glas Wasser und stellt so einen Fluoreszenzmarker da über Nacht rein. Einfach so. Dann laugt der aus, das heißt, der Farbstoff wird ins Wasser abgegeben. Und in dem Wasser habe ich auch die Aquabeads, die Gelperlen, quellen lassen. Und dann habe ich über Nacht quasi Gelperlen, die angefärbt sind mit Fluoreszenzfarbe aus diesem Textmarker. Ihr könnt die auch gleich bunt kaufen. Das ist auch ganz clever, dass man farblose hat und bunte. Dann kann man nämlich auch normal Experimente mit denen machen, sodass man die schön im Wasser sieht. Weil ein verrückter Effekt hier ist, wenn ich zu den Gelperlen jetzt Wasser gebe, dann werden die fast unsichtbar. Warum ist das so? Die haben, weil die ja fast nur aus Wasser bestehen, denselben Brechungsindex wie Wasser und sind im Wasser selber dann nicht mehr zu erkennen. Wenn ich das Wasser wieder rausgieße, dann kommen die wieder zum Vorschein. Aquabeads an Luft sehen aus wie Glaskugeln. Der Witz mit der Fluoreszenzfarbe ist jetzt der, dass diese Farbe leuchtet, wenn man sie mit Schwarzlicht anstrahlt. Und dafür habe ich mir hier so eine Taschenlampe besorgt. Da sind so LEDs drin, die ultraviolettes Licht abgeben. Das ist ganz praktisch, die sind nicht teuer und man kann sie überall einsetzen. Wenn ich die anmache, sieht man schon, wie diese Verpackung von dem Textmarker schon aufleuchtet. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren mit den Aquabeads, die ich mit dem Farbstoff angefärbt habe. Dazu habe ich die mal auf ein Backblech gelegt. Backblech, weil das ist schön schwarz, da sieht man den Kontrast sehr schön. Und hier haben wir sie auch schon. Ihr seht, was die als erstes machen. Sie lagern sich alle so aneinander. Das nennt man auch dichteste Packung. Mehr Kugeln kriegt man nicht auf einen Platz, indem die sich so immer wieder hexagonal anordnen. Und ihr seht jetzt schon in dem normalen Licht die angefärbten, das sind die grünen hier, die fluoreszieren schon, das heißt, die senden ein bisschen Licht sogar aus. Ich habe ein bisschen Wasser auf dem Backblech, sodass sie sich schön bewegen können. So können die Kinder hier schön mit rumspielen. Fühlt sich auch toll an. Aber richtig Magic wird das erst, wenn ich es dunkel mache. Ich mache mal meine Lampen aus und gehe dann mal mit der UV-Fluoreszenz-Taschenlampe darüber. Ich mache es jetzt erstmal mit Licht, damit ihr den Unterschied seht. Seht ihr, wie die plötzlich aufleuchten? Sehr cool. Und im Dunkeln sieht das noch doller aus. So, jetzt könnt ihr mich kaum noch sehen, aber ich hoffe, die Gelperlen, wenn ich die nämlich jetzt ein bisschen anleuchte. So, jetzt sieht man richtig, die geben so ein grünes Licht ab. Das könnt ihr aber auch versuchen mit farbigen Perlen, dann braucht ihr keine UV-Taschenlampe. Aber so finde ich es besonders schön.
Ja, probiert das mal aus. Wenn euch das gefällt, nächsten Sonntag gibt es ein neues Experiment. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann verpasst ihr das auch nicht. Tschüss.